Wenn man in Alplan eine Wand zeichnet und in den Eigenschaften die Wandachse hier zum Beispiel auf der Außenseite der Wärmedämmung liegt, kann man diese Wand zeichnen, von hier nach woanders hin. Man sieht, wie in Fahrtrichtung die Wand links zur Achse liegt. Wenn man die Wand weiter zeichnet um die Ecke, kann es notwendig sein, dass man die Wand umdreht. Hier bei der zweischichtigen Wand gegebenenfalls nicht so, aber es geht einfach nur ums Umdrehen. Dann kann man die Steuerungstaste gedrückt halten und mit der Größer-Kleiner-Taste die Wand umdrehen auf die andere Seite der Achse. Oder hier wieder rüberfahren, jetzt liegt es in Fahrtrichtung rechts. Mit Steuerungstaste, Größer-Kleiner-Taste kann man die Wand zur Achse wieder entsprechend platzieren. Wenn man die Steuerungstaste gedrückt hält und die Größer-Kleiner-Taste tippt, wie man es hier sieht. Und je nach Bedarf immer noch weiter platzieren, die Wand mit Steuerungstaste und Größer-Kleiner-Taste.